So, wir sind zurück zum zweiten Matchup. Das wurde Dale von Deck. Ist jetzt in Aktion. Wow, Treasure Cruise. Solange es noch in Modern ist, muss man es aber auch vor die Kamera ziehen, oder? Das ist ja nicht so, als würde es eh nicht der das zweite Deck spielen. Ich bin froh, dass wir keine Yes-Guys sind, wenn sie kommen dabei. Ja, Sendo nimmt sich das Leben. Die höhere Augenzahl entscheidet ja, immer. Ja. Also, ich fange an. Ja, da werde ich beginnen. Ja. Das ist irgendwie so der Pech des Brewers, oder? Das ist immer so. Letztes Mal habe ich auch noch nicht angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also, du beginnst, du entscheidest zuerst. Ja, ich behalte es. Für mich ist das einfach zu wenig Gas. Es sind 5 Länder. 3er Drop, 6er Drop. Das ist einfach nicht keepbar. Schön, dass ich sehe, dass sich mein Kollege schon die Delver rauslegt. Da weiß ich ja, was mich Turn 1 erwartet. Na, furchtbar. Dann grinst du auch noch hämisch, ist dir klar. Turn 1 Delver, Turn 12 Fleet, kein Problem. Turn 3 Treasure Cruise, kein Problem. Weil du, das ist korrekt. Es ist so furchtbar. Naja, bald ist eh vorbei mit den Delver-Decks, hoffentlich. Nein, ich finde es gar nicht so weit. Ich finde es gar nicht so schlimm dabei. Es beginnt jetzt erst. Ich spiele noch nicht so, ich spiele nicht so viel Modern. Nein, das ist echt okay. Die Decks werden sich eh alle anpassen und ans Meta. Es ist halt nur schade, dass sich dann alles um die eine Karte bzw. die eine Farbe ein bisschen verläuft. Aber das haben wir jetzt eine Zeit lang gehabt mit Junt, dafür kommt jetzt halt, kommen die ganzen blauen Decks jetzt zum Zug. Richtig. So wie es sein soll. Ja, das sagst du, du Blauer. Gut, auf 6. 6 Bruce Lee sind immer besser als 6 Handkarten. Ja, wesentlich besser. Absolut Keeper, denke ich. Ja, bitte. Na gut, dann werde ich einmal den Friedhof füllen für 1. Ah, Treasure Cruise Turn 2. Kommen jetzt 3 getextet in Probes. Deck ein bisschen ausdünnen, gleich einen Friedhof voll bekommen. Damit man in weiterer Folge den Kollegen spielen kann. Nein, bitteschön. Sehe ich eine Karte. Spiele ich ein Fetchland, sage ich weiter. Ja, da wird der Delver wohl flippen. Bevor du jetzt dazu kommst, ein zweites Land zu spielen und eventuell mit Mana League, würde ich gerne Path to Exile benutzen. Ja, das würde ich gerne Zauber durchbohren. Das war noch klar. Gut, dann nehme ich halt 3 Schaden von mir aus. Zuerst, wenn man. Wahnsinniger Start. Ein Island spielen. Mit dem Delver angreifen und in der Main-Phase 2 Serum Vision spielen. Also willst du ihn nochmal flippen lassen? So, okay, der kann von mir aus wieder zurückflippen. Da geht eine Karte runter und eine rauf. Ja, was ist das überhaupt für eine, der sich selber zum Insekt macht? Testviecher ausgehen, furchtbar. Bitteschön. Ja, das war jetzt so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Nicht, dass er wirklich auch noch die Antwort auf den Removal Spell hat und der Delver flippt. Das hätte man verhindern können, indem man gleich fetchen und removen, aber die Chance, dass er wirklich das Spell Pierce in der Starthand hat, ist eigentlich so gering. Ja, muss es auch geben, dass man mal reinläuft. Nur mal ein Fassig spielen, das wird zumindest nicht gecountert. Dann suchen wir uns. Ich denke, die Combo spielt in dem Matchup nicht so eine große Rolle. Ich will einfach gutes Mana haben. Aber wenn ich mir meine Hand so anschaue, ist das eh gewährleistet. Ich hole mir einfach einen Forest. Und du kannst nicht fast den Forest holen. Stimmt. Ja, ich bin gut. Dann wird es wohl doch ein Stomping Ground werden getappt. Oder kommt nicht getappt. Ja, aber ich müsste 2 Leben bezahlen, das will ich nicht. Ja, doch, es kommt dir getappt. Es kommt sowieso, ja. Gut, dass ich meine eigenen Karten so gut kenne. Das ist die Voraussetzung.
Kommt davon, wenn man Karten einfach in ein Deck haut und es vor allem so durch ist. So, das ist eh gut, das ist gut. Hauen wir das auch noch rein, das schaut gut aus. Weiter. Wir wissen, was da kommt, das kommt. Dann wird einmal Fair. Das Insekt angreifen. Ja, bitte. Einmal fetchen für eins. Es gibt mir so ein bisschen ein Legacy-Feeling, das Deck, wenn man einfach nur auf die Basics fetcht. Weil es total unfair ist. Ein junger Pyromant. Wie soll es anders sein? Und einmal wird nachgeschaut. Das triggert unseren jungen Pyromanten. Ja, nimm dir einen Dings, einen Tentakel-Token. Die unsere Squids repräsentieren jetzt 1-1er Elementarwesen. Also zieh eine. Ein Elementarwesen. Und es ist beides in Ordnung. Einmal runter, einmal rauf, ist vielleicht interessanter. Und bitteschön. Na, zumindest ist er ausgetappt, dann kann ich einen Hunsemeister resolven. Mhm. Dein Zug. Ich gehe stark davon aus, dass du keinen Spell spielen wirst, in jemals. Deswegen fehlt der gleich Flicken und den Delva abräumen. Das, also, das Spiel ist schon so gut wie geworden. Ich werde als erstes einmal 2 Leben zahlen. Unfair. Ja, also du siehst einen 2 Corsa und eine Blood Crypt. Triggert meinen. Ja, auch gerne so ein bisschen hinlegen, damit man es jungen Pyromanten. So eine Karte darf ich natürlich auch ziehen. Legen wir das. Dann für 7 ein Treasure Cruise. Der ganze Graveyard wird exiliert. Turn 4. Triggert einmal wieder den jungen Pyromanten. Den Fern. Ziehen wir 3 Karten. Also 1 bin ich mir sicher. 2 flippen wird da und machst du schnell. Und dann werde ich mit dem Delver für 3 vorbeischauen. 15. Natürlich nicht mehr. Nicht 18. So. Ja, gut. Und weiter geht's. Na gut. Ich gerne weiter sagen. Mhm. Trigger. Ja. Bitteschön. Dutsch, dutsch. Dutsch. Zieh ich einmal. Ah, dein Drop hätte ich einfach machen können. Nein, sowas braucht man nicht. Ja. Noch sein Kollege. Ein Land. Ein Swift Spear. Verstanden. Und go. Trigger, du hast 2 Spells gespielt. Mhm. Gegen das Deck ist der Handmaster wirklich gut. Wenn da mal kein Spell gespielt wird. So. Also das war jetzt in meiner Abgabe. Mhm. Zig. So. Frage, ob wir wieder keinen Spell spielen wollen, einfach nur den Handmaster, so die ganze Arbeit versuchen. Was zu machen. Na, allein schafft das nicht mehr. Kommt der Kurse. Dann werde ich in Response einmal fetchen. Ja. Ja,
Wäre vielleicht doch besser gewesen. Den Handmaster weiter wüten zu lassen. Und zwar für 3. Ja. Jetzt werden das Ganze einfach einmal Mana liegen. Verstanden. Um 2 neue Burschen zu bekommen. Das ist fair. Ich lege noch einen Ranketakt und sage weiter. Zumindest habe ich gute Blocker. Als erstes schießen wir mal den Master ab. Ja. Kommen wieder 2. Das ist vielleicht nicht das Optimale. So, 2 dürfen nicht angreifen. Mhm. Der Rest darf aber. Ja, ist okay. Wenn hat 2 weggeblockt. Fix. Ah, der kommt auch mit? Natürlich. Wenn trotzdem 2 weggeblockt von den Tokens. Mhm. 10, 2, 3, 4, 5 Schaden. Jupp. So, noch 2 Handkarten. Bitteschön. Trotz Treasure Cruise. Sehr gut. Das heißt, wir sind einigermaßen im Game. Einigermaßen. Denn jetzt können wir so ein bisschen die Mana Base. Ja, ich werde halt nochmal versuchen, einen Cursor zu spielen. Ja, du wirst kommen. Du wirst kommen. Na gut. Und ich gerne einen der Pyromancer Lightning Bolten. Wirst, ja. Sehr gut. Das Token Engine ist weniger geworden. Ich habe 3 gute Blocker. Bin auf 7, ich sage weiter. Vielleicht kann man das dann auch irgendwie stabilisieren. Steigen sie alle rein. Ich will mal weiter sein. Einverstanden. Ziehen wir den Lightning Bolt. Ah, das ist ein guter. Das ist wirklich ein guter. Na dann werden wir wohl nicht eine Karte spielen, die der Herr noch nicht kennt. Ich werde trotzdem mal Lightning Bolt benutzen, um den anderen Pyromancer abzustellen. Einfach damit, dass das endlich ein Ende hat. Dann ist es dein Zug. Jetzt habe ich Zeit bis zum nächsten Treasure Cruise. Ich habe aufgefallen, dass ich das mit dem Cursor vorhin komplett falsch rum gespielt habe und dass der Lightning Bolt eigentlich voll ins Mana League rein Dings ist, aber zum Glück hast du es nicht gehabt. Ich werde jetzt einmal einen Angriff vollziehen. Du hast wie viele Karten auf der Hand? 3. 3. Okay, wenn das 3 Spells sind, die du casten kannst, dann ist der Cursor tot. Ansonsten ich gerne 3 Schaden nehmen. Blocken, 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 blocken. Dann schieße ich vor Damage noch ein Lightning Bolt auf den. Dann will ich gerne den Dings Path Tag sein. Mhm. Dann kann der Lightning Bolt nämlich auf den Cursor gehen, wer will. Dann gehen 3 Schaden durch. 1, 2, 3 bin ich auf 4. Und 3 deiner Tokens. 2 deiner Tokens versterben noch. Dann geht's weiter. Jetzt kommt das Rektas. Jawoll!
stabilen 9. Der Sieg ist gewiss, das 3 Tokens. Du hast zwei Handkarten, die irgendwie nichts tun, weil sonst hätten sie entweder gecountert oder geburnt bisweilen. Vielleicht ist auch ein grausliches Netcaster drin. Jetzt muss ich meinen Lieblingswolf kann trotzdem angreifen. Go! Und das sind die 8. Gut, weil wir hätten keinen Treasure Cruise gezogen. Ich glaube, die Gitaxian Probe kann man bezahlen. Es ist mein Fazit, dass ich nicht spielen wollte, um das Raptors nicht loszuwerden. Es gibt noch immer kein Treasure Cruise. Okay. Dann geht's weiter. Geht's weiter. Auch ein guter Top-Deck. Würde ich gerne mit allem angreifen. Kann man wohl so blocken. Nimmst du 2 Schaden. Und deine Sachen versterben. Was für ein Argument gibt es, auf 10 hochzugehen dafür, dass ich kein Handmaster ziehe? Eigentlich keins. Also sage ich weiter. Das ist Treasure Cruise. Na also, es kommt aber vielleicht zu spät. Wie viele Lightning Bolts hast du denn schon gespielt? Zeig mal dein Exil her. Da ist keiner, da sind jetzt 2. Es gehen 7 Karten raus. Okay. Die Lightning Bolts bleiben natürlich. 2, 3 Karten. 1. Okay, zwei, das heißt Snapcaster und 3. 2 Lightning. Oder 2 Snapcaster, ein Lightning Bolt und das ist gefährlich. Und dann wäre es doch besser gewesen, Traffic zu spielen. Dann naja, aber das ist ein Sleight of Hand. Einverstanden. Einmal rauf, einmal runter. Na, du nimmst es auf die Hand. Die oberste. Put one of them in your hand. Die geht auf die Hand. Ja. Und dann ist unten. Also diese geht auf die Hand. Dann kommt ein Delver. Okay. Schade, dass ich nicht komplett versterbe. Nochmal schauen, ob das möglich ist überhaupt. Und dann geht's weiter. Alles passiert, alles. Gut. Dann nehmen wir den Jägermeister. Noch einen Jägermeister. Von Karlberg. Mach das bitte mal hier so. Gib da mal ein Ding drauf. Das ist sonst. Ja, dann. Waschak! Ins Gesicht. Alle zusammen. Die Kuh abschießen. Vor Blocker nehme ich an. Natürlich. Ich habe ein schönes Bild. Und den Cursor mit dem Delver blocken. Somit gehen 4 durch. Ich gebe 2. Würde ich gerne einen Lightning Bolt nicht spielen. Gut, du hast noch recht viel Mana offen, oder? Hast du etwas getappt für den Lightning Bolt auch? Ist dir denn nur Islands getappt? Das halte ich für unrealistisch. So. Einen Jagdmeister bitte. Einmalig bitte. Verstanden. Dein Zug. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt einen Snapcaster, also wir brauchen einen Treasure Cruise.
Das ist das dritte. Das uns, nee, ist ja kein Problem, hat sie schon zwei benutzt. Ein Snapcaster. Und ist schon wieder voll der Friedhof. Es hat eine so faire Karte. Das ist ein Ancestral Vision. Ja, dafür sterben wir leider im ersten Spiel. Ich hätte notfalls jetzt auch noch einen meiner Wölfe brauchen können, um halt auf 10 zu gehen mit dem Corsa. Aber. Spielen wir das zweite, schauen wir, was passiert. Genau. So, also willkommen beim Sideboarden. Wie man in Game 1 gesehen hat, Delver Deck, Treasure Cruise, bäh. Also, was auf jeden Fall gut dagegen ist, aus dem Sideboard ist Jock. Wenn ich das resolve, dann hat er nur noch sehr begrenzte Optionen, weil eigentlich fast alle seine Länder sind Islands, außer die Mountains, und mit denen allein macht er nicht viel. Anger of the Gods ist halt gut gegen Pyromancer, Delver, allgemein alle seine Kreaturen, es sollte halt einfach alles handeln, wenn das resolve. Rest in Peace ist halt gegen Snapcaster und Treasure Cruise, das heißt, es schaltet halt 6 Karten in seinem Deck aus. Da Treasure Cruise aber wirklich so gut ist, habe ich mich dafür entschieden, das einfach zu probieren, das halt auszuschalten. Rauskommen 3 Scape Shifts. Ich glaube nicht, dass ich. Ich glaube, dass er entweder halt einen Counter bzw. Remander oder irgendwas dafür haben wird und ich damit dann nicht gescheit spielen kann. Ich brauche vor allem Early Game halt viel Gas, ich muss Early Game viel machen, damit ich halt seiner Pressure entgegenkommen kann. Und Scape Shift ist halt bis Turn 5, 6 sich eine tote Karte in der Hand. Aber ich lasse halt eins drin, weil Delver geht, der haut sich sehr viel Schaden selber rein und das ist schon realistisch, dass wenn ich halt das eine dann habe, dann gewinne ich auch. Aber wenn ich halt 2 auf der Hand habe, dann ist das total schlecht. Dann haben wir Farseek nicht mehr raus, weil das Falcon Ram Spell, der auch ein extrem schlechter Top-Deck ist. Teilweise. Und wenn ich so viele Scape Shifts rausnehme, dann sollte ich auch ein bisschen vom Ramp cutten. Das ist jetzt nicht tragisch. Ich sollte auch so auf meine Länder kommen. Ich sollte vor allem reaktiv spielen und halt schauen, dass ich überhaupt im Game bin. Und der Primeval Titan ist einfach zu teuer. Ich habe mir zwar überlegt, ob ich Inferno Titan dafür reingehe, weil das zerstört das Delver Deck eigentlich einfach, aber meiner Meinung nach ist es einfach zu teuer und kommt zu spät. Und wenn ich in diesen Turn reinkomme, dann, wo ich den casten kann, dann ist es sowieso schon vorbei. Also probieren wir es so. So, wir sind jetzt beim Boarding vom Delver Deck. Es kommen rein 3 Blood Moon, weil das Deck doch dreifärbig ist und einen schnellen Blood Moon vielleicht nicht so gut handeln kann. Der One of Better Skull, weil er einfach besser ist als alles, was rausgebordert wird. Vapor Snake kann okay sein, muss aber nicht, und der Better Skull hilft halt dann auch im Race, im Mid- bis Late Game. Und wenn man dem einen geflippten Delver umhängt, ist der halt unendlich gut. Forked Bolt habe ich bis jetzt noch nichts gesehen, dass das irgendwie einen Sinn machen wird. Und Spell Snare ist meiner Ansicht nach auch nicht die beste Wahl in dem Deck, aus dem einfachen Grund, weil die einzigen 2 Mana Spells waren die Farseeks, die ich gesehen habe, und das Farseek muss ich nicht unbedingt counten. Aber schauen wir mal, wie das zweite Match wird. So, wir sind zurück im zweiten Spiel. Das Delver Deck beginnt wieder. Zumindest hat mein Brew schon einiges gerissen heute. Vielleicht nimmt sogar ein Match mit nach Hause. Die Hand ist eigentlich relativ mäßig, weil die überhaupt keine Action hat, und aus dem Grund werden wir die wegschießen. Meine ist langsam, aber okay. Ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Ich muss halt, ich bin eher am Draw, ich werde hoffentlich einen 2 oder 3er Drop noch nachziehen, dann ist die Hand wirklich gut. Und wenn nicht, dann werde ich es hoffentlich bis Turn 4 überleben irgendwie. Ich meine schon, wenn man die 2 Burschen hat, dann muss man es. Ich meine, das hat das Standard definiert. Eine Zeit lang. Die Hand ist noch immer nicht gut. Ich glaube, man kann die Hand spielen. Hat mehr als ein Land, gell? Man kann die Hand in Delver spielen, aber ich glaube, dadurch, dass es eh um nichts geht an der Hand, werden wir die wegschicken und werden was Aggressiveres suchen. Ja, ist mir lieber, als wenn ich dir ein Removal Spell zeige und du verlierst.
Ja, bei der Starthand spüre ich halt schon, dass ich ein bisschen Mana-Ramp weggeben habe. Aber ich hoffe, dass es wert sein wird für die anderen Sachen, die ich eingegeben habe, die wirklich gut sind. So, die Hand ist noch schlechter, aber ich glaube, 4 gehe ich jetzt nicht mehr. Und wäre es einfach so. Solange, wenn du mit 5 Karten noch mitspielen kannst, ist super. Gut, dann behalte ich mal. Bitte. Für 2 Leben und mal 2 Karten ziehen. Na, sehr gut, dann kann also eine Karte ziehen. Ja, das schaut auch nicht so spannend aus. Schon, oder? Aber ich finde, das ist okay. Und go. Wenn ich genug Zeit kriege, dann gewinnt die Hand. So, jetzt haben wir zum Glück irgendwas auch noch zucken, was uns genug Zeit gibt. Dein Zug. Und die Mystery-Karte, der Mystery Lee. Der Mr. Lee. Ich werde End of Turn einfach einmal ein Steamvents holen. Bitteschön. Na dann werden wir auch einmal uns selber schädigen. Das kann man uns noch leisten. So, damit kann ich jetzt aber den guten Tempelgarten holen. Das ist mein Lieblingsland in diesem Deck wahrscheinlich. So oft wie ich das jetzt schon ausgesucht habe in der Series. Zum Glück spielt man kein Trickbind. So, mein Zug. Noch eine Mr. Lee-Karte. ja, die Länder müssen aus der Bibliothek raus. Dein Zug. Ich bin wieder so frei und fetch. Einverstanden. Wenn man nichts hat, dann kann man sich zumindest mal die Mana richten, wie man es braucht. Mhm. Dann werde ich wohl End of Turn einen Lightning Bolt in dein Leben schießen. Nehmen wir. Und dann kommt wohl ein Blatt noch. Ja, dann holen wir uns irgendein Basic Land noch. Na gut, dann sind halt die weißen Karten mal ein bisschen ihre Elefant. Jetzt bei der Hand nicht so toll, aber bin noch nicht aus dem Game, wenn ich schaue, mein Gegner hat nur noch 2 Handkarten, dadurch, dass er auf 5 runtergehen musste, um den Blatthund dann 3 zu legen, bin ich doch ganz zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. So, dann ziehen wir mal. Na gut, dann, wenn du schon so schön ausgetypt bist, ist nicht sicher, die sind dann Mountains und keine Islands mehr, gell? Mhm. Na, dein Glück. Ja, spiel mal Joke. Uah. Dein Zug. Keine Berechtigung im modernen Magic-Karte. Jetzt wird spannend, Blattmoon und Joke. Achso, natürlich. Wer kann nochmal spielen? Die untypt überhaupt nicht, ja. Ja, das wird spannend. Jetzt kommt der Pyromancer dann groß. Go! Go! Das hat mir auch gefehlt. Na gut, weil ich so klug bin und in der richtigen Reihenfolge meinen Legender leg, weil ich so Strike Dusk. Ohne Angst vom Counter zu haben. Und weiter. Ich glaube, das wird ein 2-0 für mein Deck. Ein Pyromancer kommen. Na, immerhin. Bitteschön. Mal schauen, wie lange der den Jump blocken kann mit den angeschränkten Mana.
Die Sideboard-Karte wird nichts bringen. Das dümmste Spiel in der Geschichte von Deck Wars gleich bei der zweiten Folge. Das haben wir schnell geschafft. Wird immer Lightning boten. Angriff mit Swag Task für 5. Beizug. Ich leg's einfach offen hin, das ist eh wurscht. Dass ich 4 Karten in meiner 5 Karten habe. Ja, ich glaube, ich werde das auch mal offen hinlegen, dann mal sehen, was bei der Misere hier eigentlich passiert. Bitteschön. Ja, Swag Task gewinnt einfach. Beste Karte im ganzen Spiel. Weiter geht's. Kommt der Lightning Bolt von uns. Bitteschön. Hey, zumindest untappt meine Länder. Hey, ich kann sogar Skype-Shift spielen. Achso. Dein Zug. Das in der König im Affenland. War wohl ein schwieriges Spiel. So, wir sind zurück zur Analyse. Ja. Ich hab gewonnen. Vor allem gegen das Delver-Deck, was gerade so präsent ist im Meta. Aber ich habe das Deck auch ein bisschen mit dem Delver-Deck im Hinterkopf geplant halt. Also halt wirklich Karten, die Live-Game machen, Value machen und halt in der Lage sind, das Delver-Deck auszustechen. Naja, es ist halt mit der Treasure Cruise ist es halt trotzdem lächerlich schwer. Auch wenn du ein Deck wirklich nur dagegen bauen würdest, würdest du wahrscheinlich trotzdem gegen gewisse Draws einfach eingehen. Wir haben zum Beispiel Game 1 gesehen, was furchtbar war, also der Delver flippt im zweiten Turn und danach hat auch noch das Spell Pierce für mein Removal. Kann man vielleicht sagen, ja, hätte das Ding gleich puffen sollen, aber mit dem One-Off Spell Pierce kaum. Das, ja, das hat halt nicht passiert. Aber manchmal hat das Delver einfach diese Draws und dann kommt auch noch die Treasure Cruise. Und ich habe mich dann einfach nur noch rausgeschifft mit meinen Live-Game-Sachen und habe einfach das Glück gehabt, dass er nicht die Antworten auf meine Sachen gehabt hat. Aber alles in allem kann man, glaube ich, sagen, dass das Scapeshift-Deck kann auch mitspielen im Meta geben mit den Decks. Ja, ich würde auch sagen, also es hat jetzt nicht schlecht funktioniert. Das Affinity war halt einfach zu schnell, ja. Und ich habe den einen Fehler gemacht, den Bot nicht offen zu lassen, weil ich greedy war ohne Ende und den Handmaster spielen wollte. Aber insgesamt kann man sicher spielen, kann man ausprobieren. Ja, ich denke schon, dass so eine Art Value-Scape-Shift halt. Durch die vielen Live-Gen-Sachen auch im derzeitigen Metagame sicher nicht so schlecht aufgestellt. Ich meine, gegen die Ascendancy-Combo macht man halt nichts, aber. Ja, gegen die Ascendancy-Combo ist schwer. Was habe ich da überhaupt im Sideboard? Ich glaube gar nichts. Ja, furchtbar, zum Glück wird das Deck noch nicht so oft gespielt, aber ich glaube, im Competitive-Level kommt das sicher. Weil ja, ein Deck, das konstant Turn 3 abgeht und gegen das es bis zu Turn 3 nicht so die guten Antworten gibt. Ja, wir werden es euch auf jeden Fall ersparen. Wir werden es nicht spielen in unserer Serie. Nein. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für die heutige Folge. Ihr könnt wie immer liken, subscriben und kommentieren, eh klar, wie beim letzten Mal. Und die nächste Deck Wars Serie im nächsten Monat werden wir uns mit Standard beschäftigen. Ja. Und wenn wir etwas zusammenbauen. Wenn wir einmal ein anderes Format anpacken. Dann herzlichen Dank fürs Zuschauen und Wiederschauen.